erstmal nur kurz zu meiner Person, weil unser Pfarrer darauf besteht, dass wir es erklären und ich möchte im Gehorsam bleiben. Ich bin eine von 117 ausgebildeten Pilgerleiterinnen in der Pfarrei Medjugorje. Ich komme gebürtig von hier. Mein Name ist, ihr habt es gehört, Vikica Dodik oder zu lange, Vikica Victoria Violetta Vicky. Ist gut. Alle unter Vicky. Ja, bin gebürtig von hier, bin aber einen großen Teil meines Lebens auch in Deutschland gewesen. So. Sonst vielleicht kann ein Satz mich erklären. Das, was ich heute mache, habe ich nie gewollt. Ich wollte ganz andere Wege gehen, aber die Wege des Herrn sind außergewöhnlich und ich tue das, was ich nie wollte und habe aber eine Riesenfreude damit und empfinde das nicht als Beruf, sondern als Berufung. So, über mich genug. Medjugorje. Ja, ist besser, kein Problem. Ihr seid das gar nicht so gewohnt, dass ich so leise rede. Ich kann auch laut. Ich bin jetzt so knapp gekommen, weil die vom Infobüro mich angerufen haben und gesagt, ich geh mal raus und mach mal Ordnung. Ich sehe es. Okay. Medjugorje ist so eine Fülle an Informationen. 40 Jahre tägliche Erscheinungen, etwas, was sehr viele Leute als ja, unmöglich oder etwas, was noch nie gab oder so, was nicht ganz stimmt, das gab es schon. Es ist nur außergewöhnlich, sagen wir mal, in unserem Jahrhundert oder in der Zeit, in der wir leben, es gab namhafte Heilige, die lange Erscheinungen hatten. Schwester Lucia von Fatima hat bis an ihr Lebensende Erscheinungen gehabt. Zwar nicht jeden Tag wie unsere Seher, aber trotzdem. Aber was macht Medjugorje außergewöhnlich in Bezug jetzt auf alles andere? Und meine Meinung ist, dass man das, was heute in Medjugorje geschieht, nur verstehen kann, wenn man ein bisschen das Fundament versteht von dem Volk, in dem die Mutter Gottes erschienen ist, sage ich jetzt mal. Und deshalb möchte ich mit euch eine kurze, kleine Geschichtseinführung machen, aber wirklich nur kurz. Wie gesagt, damit ihr versteht, warum sie später dann gesagt hat, als man sie nämlich gefragt hat, warum sie gerade hier erschienen ist, hat sie gesagt, weil ich hier noch wahren Glauben gefunden habe. Das bedeutet nicht, dass es den in der Schweiz oder ich weiß nicht wo nicht gäbe. Natürlich gibt es den. Aber man kann diese Aussage verstehen, wenn man sich auseinandersetzt, wie dieses Volk gelebt hat und heute noch lebt. Ja. Hier leben Kroaten übrigens, obwohl ihr in Bosnien und Herzegowina seid. Also ihr seid in der Herzegowina, nicht in Bosnien. Bosnien ist hier. Also. Wir machen uns einen Spaß darüber, weil alle sagen Bosnien und das stimmt gar nicht. Also, weil die Herzegowina ist nämlich katholisch und Bosnien ist hauptsächlich muslimisch. Deshalb, da ist der Unterschied. Und es ist oberhalb von Mostar Richtung Sarajevo. So. Hier leben auf jeden Fall Kroaten seit dem 6. Jahrhundert. 629 gibt es den erst niedergeschriebenen Text, dass die Kroaten mit dem Papst einen Vertrag unterschrieben haben. Und der Papst hat von ihnen erbeten, dass sie das Bollwerk für den christlichen Glauben sind, für alles, was aus dem Osten kommt, für das Gebiet, was man heute übrigens Europa nennt. Ja? Im Gegenzug wollte der Papst alles tun, damit dieses Volk so viel wie möglich über den Glauben weiß und so gut wie möglich treu ist. Und er hat uns deshalb das Neue Testament in unserer Muttersprache gegeben. Zwei Jahrhunderte später haben wir die komplette Bibel in unserer Muttersprache gehabt. Wisst ihr, wann die Deutschsprechenden die Bibel bekommen haben? In ihrer Muttersprache? Pi mal Daumen mit Luther? Jahrhunderte später. Ja. Das nächste, was hier außergewöhnlich war, ist, dass wir unter anderem auch
eins der ersten Völker sind, das sich der Jungfrau Maria geweiht hat, im Jahre 1057. Und dann, dass wir die Liturgien in unserer Muttersprache hatten, hatten ja die slawischen Völker, beginnend von uns dann herauf, durch Kyrill und Methodius. Das heißt, wir reden hier 1400, du weißt das besser, 1400 irgendetwas. Ich vergesse, die Zahlen sind nicht meine Stärke. Aber auch da Jahrhunderte vorher, weil zum Beispiel in der Schweiz war es nach 1965. Also erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und dass wir, sagen wir mal, diese Hilfsmittel gebraucht haben, hat sich dann herausgestellt, nachdem die Osmanen auf dem Vormarsch nach Europa waren und wir dann 480 Jahre lang von denen versklavt waren. Es ist ein Wunder für sich, dass man trotz Versklavung und extremen Steuern, Geld und Gold, Blutsteuer, also sie mussten ein Kind aus der Familie für die Janitscharmee abgeben und so, dass sie trotzdem Christen geblieben sind. Ja, das ist ein Wunder, was nur Gott gefügt haben kann. Dann kommen die verschiedenen Ideologien. Erst der Vertrag mit Österreich-Ungarn, dann der Zweite Weltkrieg, dann die Zwischenkriegszeit. Und so. Warum und was hat das eigentlich mit Menschwürde zu tun? Ja. In dieser Zeit der Belagerung der Osmanen gab es zwei Dinge, die uns, sagen wir mal, wie ein Faden durch diese Zeit hindurchgezogen haben. Das eine ist das hier. Und das zweite ist, bei uns gibt es eine ganz spezifische Verbindung mit den Franziskanerpatres. Sie waren die Einzige, die während dieser Zeit hier bleiben durfte. Mit einer List haben sie diese Erlaubnis bekommen. Und sie durften nicht als Priester ersichtlich sein, sie durften keine Tonsur haben, kein Habit, kein Kreuz und so. Aber sie haben heimlich von Haus zu Haus besuchend, sie haben sich Onkel genannt, bis heute noch. Jahrhunderte später, wenn sie nach Zentralbosnien geht, zu einem Moslem mit einem Franziskaner, heißt es, grüß Gott, Onkel. Ja, das ist immer noch in ihnen so. Sie haben offiziell gesagt, es ist der Onkel zu Besuch, der mit den Leuten redet, zu Abend ist. In Wirklichkeit hat er Katechesen gehalten, hat ihnen das beigebracht, hat Messen gehalten. Ja, okay. Diese Verbindung mit den Franziskanern und die Stärke, das, was das Volk ohne sie tun konnte, war eben beten. Rosenkranzfall. Und jetzt kommen, wie gesagt, die verschiedenen Ideologien und dann kommt die Zwischenkriegszeit, in der das Kreuz auf dem Kreuzberg erbaut wird. Der Papst ruft auf, zum 19. Jahrhundert Christi Tod, ja, Kreuze aufzustellen, Kreuze zu verehren. Der damalige Bischof von Mostar war in Rom und hat bei dem Heiligen Vater geklagt. Warum? In der Herzegowina hat sich eine Naturkatastrophe ereignet und 6 Jahre extreme Dürre. Tausende sind an Hunger gestorben. Man hat 21.000 Kinder eingesammelt und hat sie nach Slawonien gebracht, das so über die Save und die Donau Richtung ungarische Grenze rauf. Und das Volk, erstens muss die eigenen Kinder wieder weggeben, das ist sowieso etwas, was ihnen im Nacken sitzt durch die 500 Jahre vorher. Dann selber kann es nicht helfen, stirbt an Hunger, klagt bei Gott. Ja? Und der Bischof klagt beim Papst. Und der Papst schenkt dem Bistum eine Reliquie vom Originalkreuz Jesu Christi. Und der Bischof kommt nach Medjugorje und möchte, dass diese Reliquie dort eingegossen wird. Sie bauen das Kreuz mit eigenen Händen. Und zwar, wo die beiden sich kreuzen, in der Mitte ist es eingegossen in dem Stahlbeton. Mit der Behauptung, dass man diesen Berg am weitesten in seinem Bistum sieht. Ich habe am Anfang immer geschimpft, entweder braucht der Bischof eine neue Brille oder irgendwie hat er nicht gut gesehen. Weil da, wo das Kreuz steht, das sind 498 Meter über Meeresspiegel. Das Welleschgebirge, das habt ihr alle schon die Tage gesehen, hinten 1680 Kilometer, liegt auch in seinem Bistum, damals und heute auch. Fast 1200 Meter Unterschied, ja. Aber der Bischof hat Recht behalten. Ich sage euch warum. Nicht nur, dass man dieses Kreuz am weitesten in seinem Bistum sieht,
Man sieht das am weitesten in der Welt. Mittlerweile gibt es 29 Repliken von diesem Kreuz. Überall in der Welt verteilt. Es gibt 3 in Afrika, in Südamerika an mehreren Stellen, in Kroatien, so überall. Er hat recht behalten, diesen Berg sieht man am weitesten. 50 Jahre später, 1984, hat die Mutter Gottes zu diesem Kreuz gesagt, es war im Plan Gottes als Vorbereitung der Pfarrei und der Umgebung auf mein Kommen. Das war eins der Dinge, die als Vorbereitung waren. Das zweite war die große Kirche. Als die Erscheinungen begonnen haben, haben wir in allen 5 Dörfern, die zu unserer Pfarrei Milchschule gehören, 1600 Einwohner gehabt. Als diese Kirche gebaut wurde, waren es nicht mal 600. Warum baut man so eine Kirche, die damals mit den alten Bänken 900 und noch etwas Sitzplätze hatte? Jetzt hat sie weniger, weil dadurch durch die Masse von den Pilgern ist besser, Stehplätze brauchen weniger Platz, mehr Leute kriegen wir in die Kirche rein. So. Also, warum baut man so eine Kirche, wenn man nichts zu essen hat, an Hunger leidet, sowieso nichts hat? Ja, so, woher? Womit? Ja, so. Auch das ist ein Geschenk und eine Gnade. Sie haben das Fundament gegossen und haben gedacht, na, 20 Jahre, 30, 40. Österreicher und Deutsche haben ihnen geholfen und sie haben selbst mit angepackt und so. Und konnten sie dann einweihen am 19. Januar 1969. Aber sie hatte noch keine Fenster, keine Türen, war nicht verputzt, keine Bänke, aber sie war im Dach über dem Kopf. Das war ja schon mal gut. Ja, erst 1972 hat sie Fenster gekriegt und wir haben sie seitdem den Bedürfnissen von Menschen natürlich angepasst und mit Türen und Absitz und Außenaltar und was auch immer sonst noch dazu gekommen ist. Und die 70 Beistühle und so. Ja. Auch das ist eins der Dinge als Vorbereitung der Pfarrei. Nur damals, als wir damit begonnen haben, hat keiner hat darüber nachgedacht. Ja. Heute haben wir gefunden, dass der damalige Pfarrer im Pfarrbuch vermerkt hat, dass er 3-mal geträumt hat, sein Engel ihm gesagt hat, er solle eine große weiße Kirche mit 2 Türmen bauen. Die war übrigens nicht weiß damals. Also, es gibt noch ein paar, aber das wäre zu lange jetzt, um das alles auszuführen. Ich wollte ja nur kurz bleiben. Was dann kommt, ist ein Gelübde. Sie legen ein Gelübde ab, sie tun alles, bauen dieses Kreuz und versprechen dem Herrn, dass sie mindestens einmal im Jahr dort eine große Messe feiern werden. Und das ist immer der Sonntag nach Maria Geburt. Meistens fällt da in der Nähe Kreuzigung, ist ja am 14. Genau. Mit der Bitte an den Herrn, es nie wieder so weit kommen zu lassen, dass die Menschen an Hunger sterben müssen. Interessant ist, es gab viele Unwetter, also immer wieder, Teile, nie wieder, nicht mal im Zweiten Weltkrieg sind Menschen an Hunger hier gestorben. Der Herr nimmt beim Wort, wenn man ihn darum bittet und wenn man das auch ernst nimmt und ihm glaubt. Ja? Zweitens, jetzt kam noch eine schwere Situation. Und das war nämlich der Krieg, der Zweite Weltkrieg, aber bei vielen. Aber die ganz große Schwierigkeit hier war nicht der Zweite Weltkrieg, sondern die Monate danach. Heute gibt es eine Schätzung, es gibt keine genauen Zahlen, aber es gibt eine Schätzung, dass über 300.000 Kroaten, die sich damals zu 97% als römisch-katholische Christen identifiziert haben, ihr Leben gelassen haben, nur weil sie Christen sind. Und wir reden hier von 1945, Mai bis Dezember 1945. Und im Mai war ja der Krieg eigentlich offiziell zu Ende. Ja, so, dann in diesem Zug, weil sie gemerkt haben, es funktioniert trotzdem nicht, haben sie noch etwas gemacht. Sie haben aus unserer Provinz 66 Franziskanerpatres umgebracht und 7 Weltpriester. Ja. Weil sie überzeugt waren, dass die Franziskaner diejenigen sind, die dieses Volk leiten. Und wenn wir heute diese ganze Situation anschauen, dann ist das auch eigentlich so, weil sie waren die einzigen, die eine Konstante in den Jahrhunderten hatten und
sie waren eine Autorität, sie waren alles. Es gab ja die amtliche Kirche nicht, es gab keine Verträge mit dem Vatikan, nichts durch die Versklavung und alles. Sie waren alles. Ja? Die Instanz, um die sich alles irgendwo gedreht hat. Und natürlich, was den Glauben angeht. Das waren jetzt so die praktischen Dinge. Dann haben wir 50 Jahre Kommunismus. Und in diesen 50 Jahren des Kommunismus, 81, 6 normale Kinder und Jugendliche, also ein Kind, Jakob, 10 und die anderen zwischen 15 und 16, die sagen, sie sehen die Mutter Gottes. Das ist, sie waren ganz normal, wie wir alle auch. Wir sind traditionell katholisch erzogen worden. Für uns war es normal, in den Familien zu beten, jeden Tag. Es war normal, jeden Freitag zu fasten, Sonn- und Feiertags in die Kirche zu gehen. Das waren Dinge, die uns beigebracht wurden, die wir gemacht haben. So. Für sie selber war es eine absolute Überraschung. 5 von ihnen haben nicht mal gewusst, dass die Mutter Gottes überhaupt erscheinen kann. Die Einzige, die das gewusst hat, ist die Witzka. Ihr Papa war Gastarbeiter in Deutschland und hat ihr ein kleines Gebetsbild mitgebracht von Fatima. Ja, hat ihm irgendjemand gegeben und er hat ihr erklärt, was Fatima ist. Alle anderen haben nicht gewusst, dass die Mutter Gottes überhaupt erscheinen kann. Die ersten Tage waren für sie als erstes schockierend. Ich habe so häufig versucht, mich in diese Situation hineinzufinden. Du bist 15 und musst jetzt deiner Freundin neben dir erklären, du schau mal, da steht die Mutter Gottes. Versucht euch das mal jetzt. Versucht mal irgendwie nach Hause zu kommen und jemand zu sagen, du, da steht sie. Ja? Die weisen euch ein. Ja? Mirina hat ihr nicht glauben wollen. Aber das ist das, was sie bis heute bezeugen. Das Sehen, das ist das Kleinste an dieser ganzen Geschichte. Das Gefühl, nämlich, dass sie nicht nur sehen, hören, anfassen dürfen, sondern gleichzeitig fühlen dürfen, was die Mutter Gottes mitbringt. Und das ist nämlich die absolute Liebe, die sie für uns hat. Und einen tiefen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und das werden sie nicht mehr los. Das ist das Schöne an dieser Geschichte. Aber das bereitet ihnen auch diese großen Schwierigkeiten. Erstens, weil sie es nicht in Worte fassen können. Zweitens, weil sie nicht in die Welt zurück wollen. Und drittens, weil diese Emotionen für sie so stark sind, ja, dass alles auf der Erde belanglos im Vergleich zu dem ist. Das Gefühl, wo sie das zusätzlich haben können, ist das Einzige, wenn sie Christus selbst empfangen. Für die Seher begann in diesen ersten Tagen, schon am vierten Tag, die große Ärger an. Nicht nur für die Seher, sondern deren Familien, Pfarrmitglieder, dem Pfarrer von Medjugorje, Pater Josef Sok, der am Anfang ihn ja gar nicht geglaubt hat, der war gar nicht hier die ersten 3 Tage und dann hat er noch 14 Tage gebraucht, um ihm überhaupt zuzuhören, geschweige denn zu glauben. Und der Ärger hieß Geheimpolizei und Staat. Also im Deutschsprachigen gibt es einen Ausdruck Stasi-Methoden, dann versteht ihr alle, was da gelaufen ist. Weil ich finde jedenfalls nicht normal, dass man einen 10-Jährigen in die Psychiatrie zu den Schwerstkranken einsperrt, ihn unter Drogen setzt, um die Angst, also um die Wahrheit aus ihm rauszubekommen. Die Kinder stundenlang, und wir reden hier von 8, 9, 14 Stunden in einem Stück hören. Also das ist Jakob ins Leichenschauhaus eingesperrt, 72 Stunden lang, um ihm Angst zu machen. Die Medikamente für seine Mama verboten, die OP für seine Mama verboten. Die Mama stirbt 1,5 Jahre später. Sie haben jahrelang, jedes Mal, wenn sie ihn gehört haben, jedes Mal, wenn sie Druck ausgeübt haben, ihm eingetrichtert, du bist schuld. Wenn du gesagt hättest, ich habe gelogen, wäre sie nicht gestorben. Ja, und dann hören sie von einem 12-Jährigen, der sagt, das Leben meiner Mutter von ihrem ersten bis zu ihrem letzten Atemzug, wie meins und deins, liegt in der Hand Gottes. Und wenn der Herr der Meinung ist, dass ich sterben sollte, wo ich 12 bin, dann ist das die, ja,
Es hat nichts mit euch zu tun, egal was ihr mit mir macht. Und sie denken sich, woher nimmt er diese Weisheit? Natürlich hat es wehgetan. Es ist seine Mutter. Ein Jahr später verliert er seinen Vater, bleibt alleine. Ausgesetzt diesem ganzen Druck. Ja. Er ist nicht alleine. Er ist nicht alleine. Warum? Seine Mama stirbt, was macht die Mutter Gottes? Sie nimmt ihn in den Arm, wiegt ihn wie ein kleinen Buben. Ja. Streichelt ihn, tröstet ihn und versichert ihm, dass er nicht alleine ist. Und sie übernimmt bei ihm die praktische Mutterersatzrolle. Mein Bild über Seher und Erscheinungen und so ein Phänomen war früher so ein, nur so extrem heilig. Ich sage das jetzt bewusst mal so provokativ, ja so. Um Gottes Willen, da darf kein einziges Wort daneben irgendwie weltlich sein oder irgendwas so. Und ich habe hier gelernt, dass das gar nicht stimmt. Ja. Die Mutter Gottes ist immer da. In jedem Problem, in jeder Schwierigkeit, egal wie das aussieht, sie ist unsere Mama. Und sie liebt uns, ob ich das Schlimmste oder das bessere Kind bin. Und bei Jakob konnte man das genau sehen, weil er hat zum Beispiel Sätze von ihr gehört, Jakob, erzähl deiner Tante nicht immer, du hast dir die Hände gewaschen, wenn du es doch nicht getan hast. Und du denkst dir, sagt sowas die Mutter Gottes? Natürlich! Natürlich sagt sie das, sie hat ja auch Jesus erzogen und ihm bestimmt auch gesagt, wasch mir die Hände. Also warum nicht dem Jakob oder mir? Also, er hat eine Ausrede gehabt. Er hatte eine Lehrerin, die gläubig war, aber das offiziell nicht sagen durfte, weil wir waren ja kommunistisch. Und sie hat versucht, ihn zu beschützen, ein bisschen in der Schule. Und er hat bei ihr immer Ausreden gehabt. Ich konnte die Hausaufgaben nicht machen, ich muss so viel beten, es waren so viele Pilger da. Aber sagt ihm die Mutter Gottes bei der Erscheinung, Jakob, sei nicht so faul, mach deine Schule aus, auf gar nichts. Mir zeigt das, dass es nichts gibt, womit ich nicht bei ihr erscheinen darf. Ja. Sie wird alles verstehen und sie ist immer bei mir. Ja. Selbst wenn ich irgendwas anstelle, ja, sie ist immer da. Und diese Erkenntnis, da Mama hat mir persönlich in meinem Reifen und Wachsen im Glauben sehr geholfen. Ja. Weil wir häufig, oder ich hatte jedenfalls, so ein falsches Gottesbild. Mein Gottesbild war so ein alter Mann strafend mit Bart und dicken Buch, wo er all meine Sünden aufschreibt. Und wehe mir, wenn ich einmal bei ihm stehe. Dann geht nämlich die Welt unter, ja. Aber ich bekenne das ehrlich, weil es so war. Also, und zu merken, ich kann und darf, ja, auch Mensch sein, ja, weil so hat mich Gott geschaffen, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, ja, so. Und er weiß und kennt sie auch, er hätte mich auch perfekt schaffen können, ja. Er wollte mich so, wie er mich gegeben hat. Natürlich muss ich mich bemühen, besser zu werden, aber er ist sich meiner Schwächen sehr gut bewusst. So, das heißt, ich darf auch mit ihm zu meiner Mama gehen, ja. Und sie wird mich verstehen und ja, mich annehmen. Zurück zu der Situation damals. Also, sie hat ihnen immer wieder, sie hat den Rücken gestärkt, ihnen immer wieder gesagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, ich werde euch beschützen, euch kann nichts passieren, was Gott nicht erlaubt. Bekennt euch zu meinem Sohn, entscheidet euch für meinen Sohn und solche Sätze. Aber das, was sie zu den Sehern sagt, ist ja nicht nur für sie. Und sie sollen das ja nicht eifersüchtig für sich selbst bewahren. Das sagt sie ja, damit wir daraus lernen. Damit wir das wissen. Ja. So, das nächste, was dann kam, war für die Seher, sage ich jetzt mal, dass die Theologen ihm nicht geglaubt haben. Ja, das ist der Pfarrer, der sagt, nach sowas, also so. Ja. Erstens hat er gesagt, so jemand wie die Witzka sucht sich die Mutter Gottes ganz bestimmt nie aus, weil die Witzka so eine Freche war, die nur Streich und Blödsinn im Kopf hatte. Ihre Lieblingsbeschäftigung war das Verprügeln ihrer Brüder vor der Erscheinung. Und der Nachbarsbub. Sie war so eine richtig taffe junge Dame. Also. Und du denkst dir, du vergleichst eben die Witzka mit Schwester Lucia von Fatima, Bernadette, also, Schwester Faustina und denkst dir, ja, passt nicht. Also. Heute weißt du aber, dass es doch passt, weil die Witzka diejenige ist, die die meiste Opferbereitschaft gezeigt hat und Sühneleiden trägt und Verschiedenes. Aber dazu gleich noch mehr. Jetzt in der Situation damals, ja,
Der Pfarrer glaubt nicht, verfolgt sie. Erst nachdem er selber gehört hat, nachdem er selber die Mutter Gottes gesehen hat, ändert er seine Meinung und versucht sie zu beschützen. Und dafür kriegt er sehr großen Ärger. Sie sind mit 3200 Soldaten nach Medjugorje marschiert, haben den Erscheinungsberg und den Kreuzberg abgesperrt, haben die Kirchentür zugenagelt, haben das Pfarrhaus ausgeräumt, haben den Pfarrer mitgenommen. Keiner wusste, wo der Pfarrer ist. Wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass irgendwelche Priester verschwanden. Das war ja in der kommunistischen Zeit gang und gäbe. Eine Panik entsteht im Volk und die Mutter Gottes wieder. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch, ich werde euch beschützen. So. Und dann passiert Folgendes. Die Seher können Pater Josu sehen in einer Zelle und können das Volk beruhigen. Das, was mit Pater Josu passiert, das ist ein Wunder für sich. Nämlich in der Zeit, erstens, dass er überhaupt verurteilt wurde, war alles ein Fake. Sie haben Zeugen gezwungen oder deren Unterschriften gefälscht oder was auch immer. 3,5 Jahre Gefängnis. Sie lassen ihn gehen nach 19 Monaten mit der Begründung, dass er zur allgemeinen Gefahr für das Gefängnis geworden ist. Übrigens nur so nebenbei, er war die meiste Zeit in Einzelhaft. Also er hat nicht bekehren können, irgendjemanden oder was auch immer im Gefängnis. So, natürlich hat er gebetet, aber was war die Ursache, dass sie so eine Meinung hatten? Sie haben ihn mehrfach gegeißelt. Sie haben ihn vor die Erschießungswand gebracht. Die Waffen. Wir haben heute die Wärter, die in dem Gefängnis gearbeitet haben, plus den Direktor, der Zeugnis abgegeben hat. 2 verschiedene Waffen. Man sollte ihn erschießen. Der Befehl gab, erschießen. Haben nicht funktioniert. Dann ist er 3-mal vergiftet worden und sie bezeugen bis heute, dass er alle 3-mal das zu sich genommen hat. Im Essen und in Getränken. Sogar welches Gift, wie viel Milligramm und so, das habe ich mir nicht gemerkt. Nicht meine Stärke, wie gesagt, mit den Salben. Auf jeden Fall war es für sie überhaupt nicht erklärbar. Sie haben, ich weiß nicht, wie viele Menschen damit umgebracht. Und jetzt ist da einer, den sie 3-mal hintereinander versuchen umzubringen und der überlebt alle 3-mal, ohne irgendwelche Symptome aufzuweisen. Und dann beginnt das, was ihm wirklich Angst gemacht hat. Nämlich, sie sperren ihn ein und so ein Gefängnis hat 2 Schließsysteme. Einmal das Schloss an der Tür plus ein zentrales Schließsystem, was jetzt diese Traktor hat. Auf jeden Fall. Pater Josus Tür auf. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 6 Tage. In der 7. Nacht haben sie ihn an die Wand gekettet. Und haben am nächsten Tag ihn gefunden, mit gelösten Fesseln in der entgegengesetzten Ecke vor der Zelle, kniend betend. Und dann ist der Direktor gekommen, hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, raus. Okay. Aber sie haben ihn gehen lassen. Die Pfarrei selber, Berge abgesperrt, keiner darf hinauf. Personen ins Gefängnis, immer wieder verhört, alle Telefone wurden abgehört. Wir haben Jahrestag und haben ungefähr 70.000 Menschen in Medjugorje. Die sperren uns für 14 Tage das Wasser. Die Polizei hält alle Busse, alle Autos, alle 10 Kilometer von Medjugorje auf. Die Leute parken die Autos mitten auf der Straße, steigen aus und laufen zu Fuß nach Medjugorje. 100.000 Leute zuletzt. Es war eine Welle, die nicht zum Aufhalten war. Und das in einem kommunistischen Land, wo du nicht mal 500 Leute an einem Platz versammeln durftest, ohne dass du 5 Monate vorher, ich weiß nicht mit welchen Behörden und sonst was, alles geredet hast. Und jetzt hast du am 5. Tag schon 15.000 Leute da. Ein Monat später sind es schon 20.000, ja. Und zum ersten Jahrestag 70.000, zum zweiten 100.000. Und das in einem kommunistischen Land, wo es nur so hat machen müssen, da wäre das Ganze, also, warum ist es nicht explodiert?
Unterschätzt nie die Macht des Herrn. Bitte, bitte tut das nie. Und nehmt ihn bitte, bitte, bitte bei Wort. Ihr kennt doch den brennenden Dornbusch, oder? Ja. Moses. Ja. Der Scheidungsberg hat gebrannt. Gut, das bei uns häufig brennt. Ja. Zündet sich sehr leicht, nachdem alles radikal abgeholzt wurde. Also kein Wunder. Aber ein Wunder ist es, wenn man versucht zu löschen, wenigstens so die Häuser ein bisschen nass hält und so, damit es nicht zu nahe kommt. Und dann bemerkt, hoppla, es ist alles grün. Da ist keine Asche, da ist nichts schwarz, aber es brennt. Die Soldaten haben sich verbrannt, die haben Brandblasen gehabt, aber alles ist grün. Für einen gläubigen Christen kein Problem. Die Einheimischen sind auf die Knie gefallen, haben die Rosenkränze gezückt und haben angefangen zu beten. Die Soldaten sind weggerannt. Wir haben sie auch nicht aufgehalten. Bitte. Das nächste, was war, der Herr hat so große äußere Zeichen gegeben. Wir haben 10.000 Personen, die sagen, sie haben gesehen, dass mit Feuerzunge, mit Feuerzunge 30 Meter hohe Buchstaben im Himmel zwischen Erscheinungsberg und Kreuzberg. M-I-R. Mir. Das kroatische Wort für Frieden. Ja. Und das sehen 10.000 Leute auf einmal. Ja. Dann das Kreuz auf dem Kreuzberg. Sie können es mir glauben. Es ist ein Stahlbetonkreuz und es kann sich nicht drehen. Ich bin sehr realistisch erzogen worden. Sehr, also wenn du was in deinem Leben haben willst, musst du was dafür tun. Der Herr hat dir den Verstand gegeben, um damit zu denken und nicht spazieren tragen und so. Ja? Ich bin zu meinem Großvater gegangen und habe gesagt, Opa, das Kreuz dreht sich. Da hat er mich auf den Dachboden geschickt, hat gesagt, so, holst du einen Koffer runter, Kleiner ausgerollt. Vicky, das sind die Baupläne von dem Kreuz. Da ist keine Maschine, da ist nichts drin, das kann sich nicht drehen. Ja, Vicky. Opa, es dreht sich. Es kann sich nicht drehen. Dann hat die Vicky eine logische Erklärung gesucht. Okay, es ist so heiß, die Luft flimmert. Ich weiß nicht, du bildest dir was ein. Es ist ein bisschen weit weg, ist okay. Für mich hat damals diese Erklärung gereicht. Ein Jahr später stehe ich zwischen 12. und 13. Station mit meiner Gruppe. Da habe ich nämlich angefangen zu arbeiten. Und wir waren 42 Personen. Und 27 haben etwas gesehen und der Rest nicht. Das, was die 27 und einer war ich davon, gesehen haben, war wie folgt. Das Kreuz hat angefangen, sich zu drehen. Und es hat sich immer schneller gedreht. Es ist ein 10 Meter Stahlbetonkreuz. Das sind Luftlinien von dort bis zum Kreuz. Vielleicht von der Wand bis zu der nächsten Wand da drüben. Was ist das? Keine Ahnung, vielleicht 30, 40 Meter. Nicht mehr, du kannst es sehen, es ist 10 Meter, das ist nicht so, das ist 10 Meter. Und es dreht sich, wurde immer schneller und schneller und dann war es weg. Und an der Stelle des Kreuzes steht die Mutter Gottes. In die Knie und habe angefangen zu beten. Habe die Augen runter, blick wieder auf und sehe gar nichts. Ich habe wieder versucht. Du hast dir das vielleicht so sehr gewünscht. Ich weiß nicht, was ich mir alles sonst noch versucht habe. Hier oben. Irgendeine logische Erklärung. Es gibt keine logische Erklärung. Es gibt sie nicht. Irgendwann musste ich begreifen, für mich selber, Gott ist allmächtig und du kannst Gott nicht mit deinem Verstand erklären. Wenn du das könntest, wäre er nicht Gott. Wir maßen uns an, im Durchschnitt haben wir 700 bis 1000 Gramm Gehirnmasse, soweit mir das bekannt ist. Mit der Masse maßen wir uns an, zu erklären, wer Gott wäre. Dabei ist alles, was Gott angeht, aus den Fugen unserer Realität. Er hat diese Zeit, diesen Raum, diese Erde nur geschaffen, damit wir funktionieren können. Er ist Anfang, Ende, alles. So. Und wir meinen, dass wir das so fassen können, begrenzen können, das darf er nicht, das kann er nicht. Ich musste einfach lernen,
für mich selber, dass Gott ganz anders ist. Ja. Dass er all diesen Rahmen nur geschaffen hat, damit ich normal funktionieren kann im Durchschnitt hier so diese 70 bis 100 Jahre auf Erden. Und warum soll ich das hier tun? Ja. Die Mutter Gottes sagt, euer Leben auf Erden ist eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Das ewige Leben ist das wahre Leben. Das hier auf Erden, Witzka sagt, was ist das schon, ja? In Bezug auf die Ewigkeit ein Atemzug, nichts weiter. Wenn ihr euch das jetzt alles anhört, ja, Realität aus dem Fugen gehoben, ja, alles, was Logik ist, nicht mehr da. Ja, so. Der ganze Ärger, alles, was die Einheimischen, die Seher, Pilger, die haben Pilger reihenweise ins Gefängnis gesteckt. Ein Österreicher, der 100 Tage im Gefängnis war, obwohl er gar nicht ein Mensch wurde, war. Der wollte nur hier reinfahren und ist schon oben an der Einfahrt einkassiert worden von der Geheimpolizei. Und danach hat er für 10 Jahre Reiseverbot für die Einreise nach Jugoslawien gekriegt. Auto weg, Privatsachen weg, alles weg. Und darf nicht nach Jugoslawien einreisen, 10 Jahre, nur weil er versucht hat, nach Medjugorje reinzufahren. Und jetzt hört ihr das Ganze und dann man stellt, also ich habe mir jedenfalls die Frage gestellt, Herr, was ist so wichtig? Was ist so außergewöhnlich? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang enttäuscht war. Weil das, was ich gehört habe, habe ich gedacht, weiß ich sowieso schon alles, habe ich alles schon gehört und da ist gar nichts Neues. Weil die erste Botschaft ist, die die Mutter Gottes in Menschwürde gegeben hat. Liebe Kinder, ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass Gott existiert. Also wenn man Christ ist, müsste man eigentlich wissen, dass es Gott gibt, oder? Ja. Die zweite war, liebe Kinder, bekehrt euch. Euer erster Schritt zur Umkehr muss die Heilige Beichte sein. Übrigens, eins der wenigen Male, wo die Mutter Gottes das Wort muss nutzt, weil eigentlich müssen wir gar nichts außer sterben. Wir haben die absolute Freiheit, über die sie in Menschkunde sagt, in Demut verneige ich mich vor der Freiheit, die Gott euch gegeben hat. Aber sie sagt auch, liebe Kinder, eure freier Wille ist auch eure größte Gefahr, weil wir uns gegen Gott entscheiden können. Klar. Also unser erster Schritt zur Umkehr, die Heilige Beichte. Über die Heilige Beichte hat sie viel gesprochen. Sie hat zum Beispiel gesagt, es gibt kaum einen Menschen auf Erden, der nicht die monatliche Beichte bedürfe. Und nach Bedarf sollen wir sogar häufiger beichten gehen. Es gibt ein schönes Bild zur Beichte, eine Begebenheit hier in Medjugorje. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber wir waren alle total neugierig. Wir wollten auch sehen. Wir wollten auch fühlen können. Wir wollten auch anfassen können wie die 6. Ja. Und die Seher haben immer gebettelt bei der Mutter Gottes, sie möge ein Zeichen geben, nur damit die Leute ihn glauben und damit sie nicht mehr belagern. Also. Und immer wieder, und die Mutter Gottes hat schon 81 versprochen, dass Gott ein Zeichen hinterlassen wird. Aber als Mutter hat sie gewusst, das ist uns nicht genug. Ja. Und dann hat sie etwas gemacht. Sie hat erlaubt, dass die Menschen sie berühren dürfen. Und die Seher haben gefragt, wie, sie sehen dich nicht. Und die Mutter Gottes hat geantwortet, nimmt ihre Hände und zeigt ihnen, wo ich bin. Die Seher haben später erklärt, dass sie lauter Hände sahen, Arme, die reinreichten, wie durch so eine Leinwand hindurchreichen. Und sie haben diese Arme genommen und die Hände und haben ihnen gezeigt, wo die Mutter Gottes ist. Die Menschen haben beschrieben, dass sie teilweise sogar richtig gefühlt haben, dass sie jemanden angefasst haben, obwohl da niemand stand, ja. Aber sie sprechen alle von einer Wärme, die von der Stelle, wo sie die Mutter Gottes berührt haben, durch ihren Körper geht. Die sprechen von einer Art Kribbeln. Einige haben sofort die Hand zurückgezuckt. Von unwürdig sein, so etwas anzufassen, bis zu Schuldgefühlen, bis solche Sachen. Viele haben auch von einem ganz intensiven Frieden gesprochen und einer Liebe, die sie gespürt haben. Nach einer gewissen Zeit haben die Seher aber etwas gemacht, was die Menschen, die dabei waren, das waren ungefähr an dem Abend um 200 Leute. Die Seher haben angefangen, die Hände wegzuschlagen und die Leute anzuschreien.
hört auf, fasst sie nicht an, ihr macht sie ganz schmutzig. Geht weg, rührt sie nicht an. Und die Leute waren natürlich entsetzt. Was ist passiert? Die Seher haben später gesagt, dass das Kleid der Mutter Gottes übersät war von verschiedenen Flecken. Egal, wo die Menschen sie berührt haben, da hat es Flecken hinterlassen. Braun, grau, dunkel, schwarze Flecken. Und als sie die Mutter Gottes gefragt haben, was das ist, hat die Mutter Gottes darauf geantwortet, es sind die Sünden der Menschen. Das ist übrigens der Abend, an dem sie das erste Mal zum monatlichen Beicht aufgerufen hat. An dem Abend haben die das Pfarrhaus gestürmt. Kurz vor 23 Uhr. War hier. Philipp. 200 Leute vor der Bude und sagen, jetzt beichten, nicht morgen, jetzt. Und der Pfarrer hat einen Schock fürs Leben gekriegt. Solche Beichten hat er vorhin nie gehört. Lebensbeichten. Er hat gebettelt am nächsten Morgen, man möge ihn bitte rauslassen. Er hat den Kaplan aus dem Bett geholt, damit er ihm hilft. Und am nächsten Morgen hat er die Leute angefleht, lasst mich raus, dass ich die anderen Priester anrufen kann, dass sie nach dem Morgenmessen kommen. Weil er war der Meinung, er hätte nicht mal ein Fünftel davon die Beichte gehört. Obwohl er die ganze Nacht Beichte gehört hat. Er und Pater Sewinko. Nächstes. Gebet. Betet. Glaubensbekenntnis, sieben Vaterunser, mindestens. Kleiner Rosenkranz, Friedensrosenkranz. Betet den Rosenkranz. 1, 2, 3. Betet 3 Stunden. Dann betet 24 Stunden. Eine Freundin vom Seher Ivan, befreundete Familie. Die Frau ist verheiratet, hat 4 Kinder, einen Mann und einen Halbtagsjob. Maria sagt zu ihm, du, Ivan, ich weiß nicht, wann ich die 3 Stunden reinstecken soll. Wie? Wann soll ich 3 Stunden beten? Ja, bei 4 Kindern, Mann, Arbeitsplatz. Ja. Dann sagt Ivan zu ihm, tut mir leid, Maria, sie sagt 3 Stunden. Dann ist die Familie nächstes Jahr gekommen. Dann fragt die Maria wieder, Ivan sagt die Mutter Gottes immer noch 3 Stunden. Und dann sagt er zu ihr, Maria, es tut mir so leid, jetzt sind es 24 Stunden. Und dann sagt die Maria zu ihm, dann bleibe ich bei den 3. 24 Stunden beten, geht doch gar nicht. Natürlich geht das, natürlich geht das. Wir haben in Medjugorje noch 2 Seher. Und zwar, wie nennen sie die Seher der 2. Generation? Mariana, Jelena und Mariana, das waren 2 Mädchen, 10 und 11 Jahre alt. Jelena am 15. Dezember 82, Mariana am 15. März 83. Wir haben eine Erfahrung, die man Lokation nennt, also inneres Sehen, inneres Hören, inneres Kommunizieren. Sie kommunizieren mit der Mutter Gottes, mit der Stimme ihres eigenen Gewissens, die sie nicht kontrollieren können. Wir können unser Gewissen kontrollieren. Wir können die Stimme in uns unterdrücken, betüdeln mit was anderem. In diesen Momenten können sie das nicht. Warum wissen sie, dass das die Stimme der Mutter Gottes ist? Erstens, weil zuerst ein Engel zu Jelena gesprochen hat, sie darauf hingewiesen hat, dass die Mutter Gottes kommen wird. Zweitens, weil die Mutter Gottes selbst sich vorgestellt hat. Drittens, und das ist das Wichtigste, sie sind nicht in einem Zustand in Ekstase wie die anderen 6 Seher, sondern sie spüren einen ganz tiefen Frieden und eine ganz tiefe Liebe und deshalb sind sie sicher, dass es die Mutter Gottes ist, weil so ein Frieden und so eine Liebe kann nur Gott geben. Weil Gott selbst die Liebe ist und der Frieden ist. Das nächste. Bei diesen beiden Mädchen hat die Mutter Gottes sehr viel über die verschiedenen Arten des Betens gesprochen. Sie wollte von ihnen, dass sie eine Kinder- und Jugendgebetsgruppe gründen. Diese Gebetsgruppe sollte nur dann entstehen. Die Bedingung war, dass du Mitglied in dieser Gruppe wirst, wenn du zuerst ein persönliches Gebet hast, dann ein Gebet in der Familie hast, dann durftest du ein Mitglied in dieser Gruppe werden und dann musstest du vorher, jedes Mal, wenn sie sich getroffen haben, vorher im Abendprogramm gewesen sein und dann erst dazu kommen. Wir reden, ihr Lieben, von Kindern zwischen 10 und 16.
das Abendprogramm 3 Stunden plus noch 2 Stunden hinterher beten. Habt ihr schon mal 10- und bis 16-Jährige gesehen, die in der Art und Weise freiwillig beten? Es waren 40. Und dann war noch die Bedingung, wenn Sie Mitglied werden in dieser Gebetsgruppe, dann müssen Sie mindestens 4 Jahre Mitglied sein. Und Sie sollen in diesen 4 Jahren nicht entscheiden, wozu Sie im Leben berufen sind. Erst danach, nachdem Sie eine Reife im Glauben haben, erst dann sollten Sie wählen, bin ich berufen zu einem geweihten Leben, zu einem Leben im Sakrament der Ehe, welchen Beruf wähle ich oder so. Ja. Erst danach. Okay. Und da hat die Mutter Gottes eben über das Beten gesprochen. Beten, was ist Beten? Das höchste aller Gebete ist immer die Eucharistie, die Heilige Messe. Das ist immer Jesus an erster Stelle, das ist nie in Frage zu stellen. Ja. Das nächste, die Heilige Schrift. Das Lesen in der Heiligen Schrift ist ein Gebet. Vorher zum Heiligen Geist beten, den Herrn beim Wort nehmen, so. Aber nicht die Heilige Schrift wie ein Buch lesen. Das hat die Mutter Gottes gesagt. Fang bei A und ende bei Z an. Bitte den Heiligen Geist, dann liest, wenn möglich, gemeinsam in den Familien, in den Gemeinschaften. Betrachtet das, was ihr gerade gelesen habt. Wiederholt es im Laufe des Tages immer wieder. Und bittet immer wieder den Heiligen Geist, dass er euch hilft zu verstehen, was Gott euch damit sagen möchte. Weil er euch vielleicht, liebe Kinder, in 14 Tagen etwas anderes sagen möchte. Mit der gleichen Bibelstelle. Dann, natürlich das Beten der Gebete, mächtigste, ja, Rosenkranz, ganz starke Waffe gegen den Bösen. Nicht, weil die Mutter Gottes, Jakob hat einmal gesagt, nicht, weil sie schwerhörig ist, sie reagiert schon beim ersten Gegrüßen. Wir brauchen das. Wir sollen das Leben Jesu vertragen. Übrigens, da gibt es einen kleinen Tipp, den er von der Mutter Gottes bekommen hat. Wie soll ich etwas betrachten, wenn ich nicht weiß, um was es geht? Die Mutter Gottes hat ihm persönlich erzählt, wie es war, als der Erzengel Gabriel zu ihr kam. Ganz eindrücklich ist ihm zum Beispiel geblieben aus dieser Kindheitszeit Jesu, dass er spüren konnte, wie schlimm es für die Mutter Gottes war, als sie Jesus verloren hatten und ihn 3 Tage gesucht haben. Sie verliert Gott. Sie hat gewusst, dass er Gott ist. Und sie verliert ihn. Ja? Und diese Emotion, weil die Seher können auch die Emotionen, die die Mutter Gottes mitbringt, spüren. Ja, und die, das ist ja das, was ihnen diese Unfähigkeit schafft, normal in der Welt zu funktionieren, weil sie nicht mehr funktionieren wollen in dieser Normalität, sondern eben in der, die sie erfahren dürfen, wenn die Mutter Gottes zu ihnen kommt und wenn sie Jesus empfangen. Ja. Natürlich das Leid, der Leidensweg Jesu, der für ihn, ja, natürlich auch sehr schwer war, aber sie hat ihm also den kompletten Rosenkranz erklärt. Jedes einzelne Gesetz, wie sie es durchlebt hat, wie es für sie war, unter dem Kreuz zu stehen. Für uns ein Tipp, wir sollen die großen Bibelstellen ausnehmen und immer wieder lesen, immer wieder betrachten darüber. Weil das Ziel ist, über das Leben Jesu zu betrachten. Die Mutter Gottes ist eine Unterstützung dazu. Ja. Sie hilft uns, Becky, dass unsere Gebete noch besser transportiert werden. Deswegen, ja, so. Gut. Nächste Sache. Nächstes Gebet war dann das spontane meditative Gebet. Wenn ich weiß nicht, in einem Moment zum Himmel schreie, Herr, hab Erbarmen oder was auch immer. Jesus beschützt mich oder Jesus, ich vertraue auf dich oder so. Ja. Oder durch dein kostbares Blut. Hm? Weil das wirklich in der Situation, in der wir vielleicht sind, aus der Tiefe unserer Seele hinausschreit. Ja, und dann ist da noch das praktische Gebet. Und da kommen wir zu dem, wir können 24 Stunden am Tag beten. Ja, so. Alles, was wir im Laufe eines Tages tun, wenn wir es mit Gott tun, kann ein Gebet sein.
Das Problem ist, dass wir meistens alles ohne Gott tun und dann hinterher schreien, Gott, wo warst du? Ja. Alles, was ich tue, selbst Arbeit, selbst Putzen. Die Serie Maria bügelt so ungern, aber ne, in der letzten Zeit bügelt sie sehr viel, weil sie unbedingt für die Armseelen, für die Verstorbenen etwas aufopfern möchte. Obwohl sie, aus der Kindheit weiß ich es noch, dass das die schlimmste Strafe für sie war, wenn sie bügeln musste. Sie hat alles andere lieber gemacht, nur bügeln nicht. Also, sie macht es aber trotzdem mit Liebe. Ja. Okay, also was auch immer. Alles kann ein Gebet sein, wenn... So, jetzt waren wir bei der ersten Botschaft. Wir hatten ja Umkehr und Beichte. Die erste, die zweite war beten und dann kommt die dritte. Überhaupt nicht populär. Fastet. Fastet. Oh, oh, das war's. So. Ihr wart ja bei Patrick. Gestern habt ihr es gehört, ja. Wozu fasten? Warum soll ich fasten? Weil wir mit dem Gebet des Rosenkranzes, natürlich klar mit dem Herzensgebet und dem Fasten, Weltkriege verhindern und Naturkatastrophen aufhalten können. So groß ist die Macht des Gebetes des Rosenkranzes und des Fastens. Es ist die stärkste Waffe, die ihr gegen den Bösen habt. Rüstet euch mit dem Gebet des Rosenkranzes und dem Fasten. Soll ich in einen Krieg ziehen? Ja, aber vorerst mal soll ich mich selber schützen. Die Rüstung dient als Schutz für den. Ja? Aber ich soll nicht in einen Krieg gehen, ihr müsst euch alle bekehren. Nein. Interessant ist, dass die Mutter Gottes hier betont, aber das kennen wir auch schon aus der Heiligen Schrift, man darf es euch nicht ansehen. Ja, nicht ihr fastet und lauft dann wie Miese Peter den ganzen Tag durch die Stadt und erzählt allen, ich faste, ja, und geht mir aus dem Weg, weil heute bin ich besonders krantig. Ich hab vor 10 Tagen mit einem Mann eine Diskussion gehabt. Nein, es geht nicht mehr. Wenn seine Frau fastet, dann wird sie unmöglich. Also, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich hätte ihm am liebsten ins Gesicht gesagt, sie ist sonst auch unmöglich, nur durch was. Aber ich darf es ja der Frau das nicht ins Gesicht sagen. Ich kann doch die arme Frau nicht beschämen. Ich kann die arme Frau nicht beschämen, aber ich hätte es am liebsten gesagt. Weil, warum? Weil das Fasten, wisst ihr, wir betüdeln uns häufig mit allen möglichen Dingen von außen. Und verdecken eigentlich, was wirklich in unserer Seele los ist. Und zwar mit irgendwelchen Begierden, mit irgendwelchen, ich weiß nicht, was sonst noch alles. Und das Fasten ist etwas, wo wir uns konzentrieren, nur auf Brot und Wasser und Gebet. Weil sonst ist es eine Diät, wenn kein Gebet dabei ist. Ja? Und dadurch, dass ich nicht abgelenkt bin von, ich weiß nicht, dem ganzen Tamtam außenrum, ja, und sonstige was, womit ich mich selbst betüttel, kommt das, was in meiner Seele da ist, kommt langsam Schritt für Schritt nach oben. Das Fasten lehrt uns aber auch ganz praktisch mit Begierden umzugehen, weil wir müssen nicht hungern. Wir dürfen, wenn wir können, 10 Brote essen. Ja? Und die Mutter Gottes hat auch nicht gesagt, ob Körner drin sein dürfen oder nicht. Ja? Und ihr dürft Wasser und Tee, 20 Liter, wenn ihr mögt. Ja? Ich sollte nur eben am Mittwoch und am Freitag nichts anderes nehmen. Du darfst am Donnerstag, ich weiß nicht, T-Bone Steak, wenn du magst. Ja? Oder was auch immer. Ja. Aber eben, genau, oder was? Aber eben bitte nicht am Mittwoch und am Freitag. Und ich habe da bei mir etwas gemerkt. Ich bin überhaupt keine Esserin, auch wenn man es jetzt nicht mehr ansieht. Aber ich kenne nicht wirklich das Gefühl von Hunger. Ich genieße auch jetzt. Ich bewundere Leute, die wirklich sich hinsetzen und boah, toll, und die essen das. Boah, schön, okay, schmeckt euch wunderbar. Ich weiß, ich muss so und so viele Kalorien, ich muss so viele Kohlenhydrate, Eiweiß und so. Ich esse, weil man das muss, damit der Körper funktioniert. Okay. Seitdem ich mich mit dem Fasten auseinandersetze,
grundsätzlich mittwochs und freitags laufe ich durch Medjugorje und weiß bei jeder Hausfrau, was sie gekocht hat. Fällt mir übrigens nie am Donnerstag oder am Sonntag oder am Montag ein. Nur am Mittwoch und am Freitag. Was ist das? Das ist mein innerer Schweinehund, weil ich kann nicht behaupten, ich hätte jetzt Hunger. Ich habe ja schon ein ganzes Brot hinter mir. Ja, so. Oder ich hätte Durst. Nein, das ist nur ein inneres ja? Oder die Angriffe vom Bösen. So, und da bin ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, dickköpfig genug und sage jetzt, jetzt hast recht, ich ziehe das jetzt durch. So. Habe ich auch gemacht, funktioniert. Ja? Ja. Aber wenn ich an dem Tag nicht rauchen soll, dann reden wir über ein anderes Thema. Das macht mir bis heute noch, das schaffe ich zweimal mehr. An Karfreitag und Aschermittwoch, sonst danke. Ja? Und wie kann dann die Mutter Gottes sagen, und sie hat das wirklich gesagt, es gibt keinen Menschen auf Erden, der nicht fasten kann. Philipp wird sagen, wir gehen. Kinder bis zur Erstkommunion brauchen nicht zu fasten. Ältere, nach 65, sagt, die Kirche braucht auch nicht fasten. Widerspricht da die Mutter Gottes der römisch-katholischen Kirche? Nein, das tut sie nicht. Sie sagt, jenen, die krank sind, die alt sind, braucht nicht bei Brot und Wasser fasten. Die sollen etwas abgeben an dem Tag, was ihnen persönlich am liebsten ist. Und der Mutter Gottes persönlich wäre es am liebsten, wenn sie die Sünde abgeben würden, wenn sie nicht mehr sündigen würden. Auch Kinder können fasten. Sie hat zum Jakob, da war er ja noch nicht, er hat ja erst ein paar Monate später die Erstkommunion gekriegt, hat sie gesagt, er soll an dem Tag verzichten auf Süßigkeiten und Zeichentrickfilme. Okay. So, jetzt erzähle ich mal euch eine Begebenheit mit einer Gruppe, mit einer Jugendgruppe, die ich betreut habe. Und da waren auch Kinder dabei, 14, 13, 14. Ich kann nicht für sie entscheiden, was sie fasten müssen. Das geht gar nicht. Also dann kriege ich ja Tamtam mit ihren Eltern und was auch immer. Aber ich habe mir überlegt, ich will sie irgendwie wachrütteln. Ich möchte irgendwas mit ihnen machen, dass sie verstehen, da erstens, dass sie es einmal machen, dass sie verstehen, dass sie das können und zweitens, dass sie es überlebt haben, ja. Und zweitens, was für eine Macht es dir dann gibt danach. Wie reich du geschenkt wirst von Gott, wenn du diesen Weg gehst. Und ich habe alles Mögliche mit denen gemacht. Wir haben lange, den ganzen Dienstag haben wir über Fasten geredet. Und zuletzt waren wir bei denen. Wir haben drei Möglichkeiten. Entweder Brot und Wasser geht nicht, weil zu viele zu jung sind. Also das können wir nicht. Aber wir können die Hausfrau bitten, irgendeine Suppe zu machen. So, und dann essen alle nur so eine Gemüsesuppe und die meisten, oh, keine grüne bitte, und der andere, nein, wir wollen. Da war schon wieder eine Riesendiskussion, wie die Gemüsesuppe aussehen soll. Die Nächsten haben gesagt, naja, vielleicht doch irgendein Fisch oder so. Und dann haben wir gesagt, nein, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe dann gesagt, wisst ihr was, wir lösen das Problem so, ich komme morgen früh nach dem Frühstück mit einer Tüte, sammeln alle Handys ein. Unter anderem auch meins. Wir tun es in die Tüte, wir geben es bei der Hausfrau ab. Und am Abend nach dem Essen hole ich die Tüte und halte alle Handys wieder aus. Dann darf jeder morgen alles essen, was er mag. Stille. So, und das war Nachmittag, Dienstagnachmittag. Am Abend komme ich nach der Übersetzung rein, steht einer auf und sagt zu mir, wir haben entschieden, wir tun alle bei Brot und Tee fasten. Aber sie behalten die Handys, ja. Es ist schön, manchmal solche Geschichten zu hören, weil du erinnerst dich, jeder kann ein Opfer bringen. Ja? Egal wie auch immer. Die Mutter Gottes hat ein schönes Bild benutzt, damit wir es verstehen können. Und zwar hat sie das bei der Serie Maria benutzt. Und Frauen können das sehr gut nachvollziehen, vor allem die, die schwanger waren. Und zwar das Bild einer schwangeren Frau. Jede Frau weiß, dass die Schwangerschaft kein Kinderspiel ist und dass es auch schwer mit sein kann und dass sie, ich weiß nicht, erbricht und ihr Körper anfängt zu spinnen und sie wie ein Hefekuchen auseinandergeht.
Und dann schon Schmerzen beginnen und die Geburt, über die wollen wir gar nicht reden. Ja, so. Und trotzdem weiß auch jede Frau in dem Moment, wenn sie das Kind im Arm hält, ist alles andere vergessen. Das heißt, du bringst ein Opfer, aber das Resultat ist das, und das Bild hat die Mutter Gottes bei der Seele Maria benutzt. Also, ihr versteht das in dem Moment vielleicht nicht, ihr wisst nicht was, aber Gott wird euch so reich beschenken. Und dieses freiwillige Verzichten auf etwas, ja, dieses freiwillige ans Kreuz gehen, ist ja wieder die Logik der Welt. Also diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wie gesagt, ich muss ja nicht hungern, darf ja essen, so viel ich will, Brot und so viel Wasser, wie ich kann. Aber zu sagen, Herr, ich opfere dir das jetzt auch, ich schenke dir das. Oder Mutter Gott, so wem auch immer ihr, oder für irgendeinen Kranken oder sonst, warum ihr das möchtet, ich schenke dir das, Herr. So. Und ihr werdet so unbeschreiblich belohnt. Ja. Aber auch beschützt dadurch. Es ist die beste, stärkste Waffe, die ihr gegen den Bösen habt. Gebet des Rosenkranzes und dem Fasten. Nächste Botschaft ist die Heilige Schrift. Lebendiges Wort Gottes. Wir haben ja schon darüber geredet, wir sollen sie nicht wie ein Buch lesen und so. Liebe Kinder, auf all eure Fragen findet ihr eine Antwort in der Heiligen Schrift. Und wir haben doch heute so viele Fragen. Gerade in den letzten Jahren. Das Problem ist, dass wir die Antworten nicht wirklich entweder nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder nicht annehmen können oder was auch immer. Aber wir haben alle Antworten dort. Nämlich, dass uns nichts passieren kann, wenn wir ihm gehören. Und gerade in der letzten Zeit macht sich ja so eine allgemeine Panik bereit. Ja. Die Welt geht unter, so eine Stimmung ist. Und gerade auch mit dieser komischen Krankheit oder was auch immer. Die Menschen haben so viel Angst. Aber der Herr sagt 365 Mal in der Heiligen Schrift, fürchtet euch nicht. Ja. Denkt an das Alte Testament, ja, mit Blut, die Türzahlen, ja, so. Und der Tod ist vorübergegangen. Wenn ihr dem Herrn gehört, wovor habt ihr Angst? Ja. Und jetzt geht an die Botschaft von Menschen, entscheidet euch für meinen Sohn. Ja. Glaubt meinem Sohn. Ja, ihr gehört meinem Sohn. Ja. Wenn ihr euch für ihn entscheidet, kann euch nichts passieren. Also, stellt meinen Sohn in eurem Leben an erster Stelle. Ja? Fürchtet euch nicht. Und 40 Jahre, wie ein Papagei, andauernd, wiederholt sie. Habt keine Angst. Ja? Wenn ihr meinem Sohn gehört, kann euch nichts geschehen. So, und sie wird einem schon, ja, es kommt ein Pilger und sagt, ja, aber sie sagt ja immer das Gleiche. Die Seher Ivan hat auf Drängen von verschiedenen Priestern nach 3,5 Jahren Erscheinungen und die Botschaften, die bis dahin waren, die Mutter Gottes gefragt, ob sie nicht mal etwas Neues hätte. Ja. Wisst ihr, was die Mutter Gottes ihm geantwortet hat? Liebes Kind, ihr habt ja noch nicht mal das gelernt, was ich euch bis jetzt gesagt habe. Und Ivan hat dann eine Feststellung gemacht. Die Mutter Gottes ist eine normale Mama. Und jede Mutter muss reden. Ja? 1000 Mal wiederholst du dem Kind die gleiche Geschichte. Ja? Und sie erklärt es mal so und dann mal wieder so. Und er sagt, der einzige Unterschied zwischen ihr und meiner Mama ist, dass meine Mama, meine irdische, mal die Geduld verliert, auf den Tisch legt und sagt, jetzt reicht's, jetzt machst du das. Und die himmlische Mama macht das nicht. Sie liebt ihr Kind und wiederholt es nochmal und erklärt es nochmal und hebt es wieder auf, wenn es gefallen ist und nochmal auf und nochmal auf. So, sie verliert nie die Geduld. Ja? Wartet auf das Letzte ihrer Kinder, egal wie weit es weg ist. Und macht sogar noch etwas mehr. Sie bettelt bei allen anderen ihren Kindern. Und ich sage jetzt wirklich, sie bettelt. Ja? Liebe Kinder, betet für die Verwirklichung der Pläne Gottes und meiner Pläne. Betet vor allem dafür, dass der Herr mir die Erlaubnis gibt, so lange wie möglich bei euch zu bleiben, weil diese Zeit, die ich bei euch bleibe, eine besondere Zeit der Gnade ist, die ich euch vor Gott erbeten habe.
Sie bettelt um unser Gebet, unsere Mitarbeit, unsere Bereitschaft, ja, damit wir noch die anderen retten können. Und das macht sie seit 40 Jahren. Nächstes. Das Wichtigste, wirklich das Wichtigste, und das vergesst bitte nicht, ist die Eucharistie, die Heilige Messe. Die Mutter Gottes geht so weit, dass sie sagt, zu dem Sehen, wenn ihr entscheiden müsst, nicht zu sehen, also zur Erscheinung zu gehen, oder zur Messe zu gehen, dann geht zur Heiligen Messe. Jakob, der Jüngste, 11, damals, als er gefragt hat, warum? Warum? Der hat eine Phase gehabt, der hat wirklich am Anfang hat er nur, wieso, weshalb, warum, kennt ihr das? Und die Mutter Gottes hat ihm erklärt, weil in der Heiligen Messe mein Sohn Jesus euch lebendig entgegengeht und sich euch lebendig hingibt. Sie hat sogar wirklich einmal gesagt zu ihm, du kommst wegen mir in die Messe. Sie hat gesagt, in die Kirche so. Du kommst wegen mir in die Kirche. Und das ist ja der Fall. Waren ja die beiden Rosenkränze vor der Messe. Und früher hatten die ja in der Kirche Erscheinung. Rechts in der Kleinsakristei. Und dann hat sie zu ihm gesagt, und dann bleibst du mal bei meinem Sohn. Sie hat aber noch etwas gesagt. Renn nicht sofort nach der Heiligen Messe raus. Sondern bleibe und danke dem Herrn für das Heilige Messeopfer. Weil der Jakob hatte nämlich die Angewohnheit, da war das Lied noch nicht zu Ende, da war der schon weg. Deshalb haben wir das übrigens auch eingeführt, dass am Abend immer nach der Messe das Glaubensbekenntnis und die siebenmal Vater unser gegrüßt heißt Maria. Und Ehre sei dem Vater gebetet werden als Dank für das Heilige Messopfer. Übrigens ist auch der Rest des Abendprogramms nach den Wünschen der Mutter Gottes gestaltet. Ihr Wunsch war es, dass wir eucharistische Anbetung am Donnerstag, am Samstag, wir haben noch den Dienstag hinzugefügt. Sie wollte am Freitag die Kreuzfeierung. Sie hat aber auch gebeten, bittet um Heilung. Wir haben das Heilungsgebet eingeführt, weil ihr bittet nicht mehr, ihr klopft nicht mehr beim Herrn. Also wollte sie von uns, dass wir klopfen und bitten. Wie soll der Herr uns etwas geben, wenn wir nicht darum bitten? Oder wenn wir gar nicht mehr glauben, dass er uns, dass er es kann oder uns geben möchte. Ja, so. Bittet um Heilung. Und wir kennen ja die Heilige Schrift. Bittet, euch wird gegeben, klopft, euch wird geöffnet. So. Das nächste. Die Heilige Messe als Mittelpunkt unseres Lebens im Sinne, aus dem heraus zu leben. Christus wird zu einem Teil von euch. Ihr werdet eins mit ihm. Das sind Sachen, die sie zum Beispiel über die Heilige Messe gesagt hat. Ja. Wenn ihr euch das aber anhört, bete, beichte, faste, lese in der Bibel, kommt zur Messe. Ich bin tief überzeugt, dass ihr das auch in der Schweiz gehört habt, egal bei wem Priester schon mal gehört habt, auch vor mich wurde. Nicht alle Botschaften sind populär, wie das Beichten oder das Fasten oder so, aber ihr habt es schon mal gehört. Also es ist nichts Neues. Und sie sagt auch ganz ausdrücklich, ich bin nicht gekommen, um euch etwas Neues zu bringen. Ich bin gekommen, um euch aus diesem geistigen Koma zu erwecken, in dem ihr euch befindet. Euch wach zu rütteln, liebe Kinder. Diese fünf Botschaften sind erzkatholisch. Und sie verspricht aber, und das habt ihr gestern auch gehört, nicht nur, dass sie Wunder in unseren Familien verspricht, sondern sie sagt vor allem Frieden. Frieden in unserem Herzen, weil mit diesem Frieden könnten wir für den Frieden in unserer Umgebung, in der Familie, in der Gemeinschaft, in unserem Land, in der ganzen Welt beten. Aber zuerst müssen wir ihn haben. Und diese Botschaften befähigen uns, etwas Besonderes zu sein. Nach ihrer Aussage, ihrer Apostel. Aber nicht, indem wir reden darüber, sondern indem wir sie leben. Und die anderen werden von allein auf uns zukommen und uns fragen, warum
hast du mehr Frieden? Warum hast du mehr Freude? Ja, so. Und dann können wir ihnen sagen, aus dem Leben der Botschaft. Ja, so. Okay. Die Mutter Gottes hat den Sehern nicht nur diese Aufgabe gegeben, diese Hauptbotschaften und auch die weiteren Botschaften in den Jahren, die sie gekriegt haben, an uns zu geben, sondern sie haben alle auch noch eine Mission und Aufgabe bekommen. Die Mirjana betet für Ungläubige, oder wir sagen das, aber die Mutter Gottes sagt, jene, die die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt, noch nicht erfahren haben. Sie soll, wenn die Zeit mal dazu reif ist, die Geheimnisse veröffentlichen. Dazu sollte sie sich einen Priester aussuchen. Sollte er da noch leben, muss er, wenn nicht, muss sie sich einen anderen aussuchen. Aber die Bedingungen waren für gleich, nämlich, dass der Priester, der die Geheimnisse veröffentlicht, nicht das Recht hat, sie zu lesen und zu sagen, na, mag ich lieber nicht, gebe ich dem Vatikan, da macht er auch von sich an. Sondern, wenn er zustimmt, sie zu veröffentlichen, dann muss er das in einem Zeitraum tun, den Gott selbst bestimmt hat. Und der beträgt 3 Tage. Also er wird 10 Tage vorher Bescheid bekommen, er wird 7 Tage Zeit haben, im Fasten und im Gebet sich darauf vorzubereiten und 3 Tage, um die Geheimnisse zu veröffentlichen. Wir haben die Ivanka. Ivanka betet für die Familie. Sakramente Ehe. Liebe Kinder, die Familien haben es so schwer, lebendige Zeugen meines Sohnes zu sein, die Kirche im Kleinen zu sein. Betet für sie, unterstützt sie, damit sie das sein können. Zweite Aufgabe, sie soll bezeugen, dass es das ewige Leben gibt. Wie kann ein Mensch bezeugen, dass es das ewige Leben gibt? Also ich hoffe, ihr glaubt daran, ich tue es jedenfalls, aber ich kann sowas nicht bezeugen. Ivanka kann es, weil sie durfte ihre leibliche Mutter mehrfach nach deren irdischen Tod sehen und am 7. Mai 85 mit der Mutter sprechen. Deshalb sagt sie, ich bin ein lebendiger Zeuge dafür, dass es das ewige Leben gibt, weil ich meiner Mama in ihrem ewigen Leben mehrfach begegnet bin. Jakob, übrigens Überraschung, morgen um 2 im Termin mit Seher Jakob, im gelben Saal. Und zwar, er und die Witzka sind zusammen auserwählt worden, um für die Kranken zu beten. Und bei ihm war es so, dass die Mutter Gottes von ihm erbeten hat, dass sein Gebet immer eine Frucht tragen muss. Sie hat einen großen Wert darauf gelegt, dass man das sieht. Ich denke, es war der heilige Augustinus, der gesagt hat, wenn euer Gebet euch nicht verändert, dann verändert euer Gebet. So. Das könnte man so ungefähr umsetzen auf den Jakob. Ja. Sehr sozial eingestellt, sehr empfänglich für die Bedürfnisse des Nächsten, sehr, war ja schon immer und noch viel mehr, seitdem er versucht, mit der Mutter Gottes auf diesem Weg zu gehen. Und dann hat unser Pfarrer das ausgenutzt, jetzt hat er ihm noch so ein Hilfswerk gegründet und aufs Auge gedrückt. Aber er wird euch da einiges erzählen, also gut. Er war der Lausebub unter dieser ganzen Gruppe, macht immer gerne Scherze. Ist halt der Jüngste. Klar, er war das Kind. Er war für so viele Theologen wunderbar, weil Pater Slavko stellt ihm eine Frage. Er sagt, weiß ich nicht. Aber ich frage heute Abend die Mutter Gottes und wenn sie mir eine Antwort gibt, sage ich es dir. Diese Selbstverständlichkeit, ja, diese Normalität, ich frage sie. Ich frage sie gleich und ich sage es dir dann. Ja. Okay, Mutter Gottes. Also. Pater Slavko hat ihm Fragen gestellt,
die der Jakob auswendig lernen musste, weil er keine Ahnung hatte, was Vater Sabro von ihm will. Theologische Fallen gestellt, was auch immer, ja. Und kein einziges Mal hat er ihn erwischt, dass er was Falsches gesagt hat. Und er hat sogar darauf gewartet, dass ja nicht irgendjemand vorher mit dem Jakob reden kann. Alle von ihm weggehalten und an die Tür, ja, damit keiner ihm was zuflüstern kann oder irgendwas sofort antwortet. Ja, was hat ihm unter Gott gesagt, wenn sie was gesagt hat? Und er war total erschüttert, dass er keinen einzigen Fehler gefunden hat. Jakob ist so jemand, der hat auch Streiche angestellt, der hat alles Mögliche. So, es gibt eine Situation, die die Serie Miriam immer erzählt. Die Mutter Gottes hat ihnen, die hat die Geheimnisse anvertraut und die, die alle 10 Geheimnisse bekommen haben, haben keine täglichen Erscheinungen mehr. Das ist ja Miriam, Ivanka und Jakob. Als der Jakob klein war. Und die Mutter Gottes dem Jakob ein Geheimnis anvertraut hat, hat in Miriam fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Weil, wie kann die Mutter Gottes dem Jakob etwas sagen, wenn die Miriam, seine Cousine, ihm was sagt, dann braucht es nur bis Tante Stoika. Und Tante Stoika und Miriams Haus sind vielleicht so 300 Meter. Nur bis Tante Stoika hat es der Jakob schon ausgeplaudert. Wie kann die Mutter Gottes bloß dem Jakob ein Geheimnis erzählen? Um Gottes Willen, ja? Der Jakob plaudert zum nächsten Gott. Dann hat die Mutter Gottes gesagt, Miriam, vertraue auf den Heiligen Geist. Miriam war ja auch, was sah sie, 15, 16, ja. Sie hatte so Angst, dass sie den genauen Wortlaut der Geheimnisse vergisst. Dann hat die Mutter Gottes ihr etwas gegeben. Miriam nennt es Pergament, obwohl es kein Pergament ist. Sie hat noch keinen anderen Begriff dazu. Sie sagt, es ist nicht Papier, es ist nicht Zellulose, es ist kein Stoff, es ist kein Leder. Es ist irgendetwas, was man sogar anzünden kann und nicht verbrennt. Du kannst es knautschen, so, und es ist wieder gerade. Es ist ungefähr A4 groß. Und es stehen die Geheimnisse drauf. Und die Mutter Gottes verlangt von ihr, weil sie einfach, die Miranda konnte sich überhaupt nicht beruhigen, dass die Mutter Gottes dem Jakob das Geheimnis anvertraut hat. Und die Mutter Gottes zu ihr gesagt, Miranda, leg das Pergament auf den Tisch und lass es 24 Stunden stehen. Wohnzimmer absperren, damit keiner rein kann, so ungefähr. Nein, die Mutter Gottes hat gesagt, es soll da liegen bleiben. Kommt die Nachbarin am nächsten Morgen. Okay. Nimmt das. Und Miriam wird kreidebleich. Und die sagt zu Miriam, du, das Rezept habe ich schon ausprobiert, das ist gut. Und legt das wieder auf den Tisch. 3 Stunden später kommt die Mutter von der Miriam. Nimmt wieder vom Tisch und sagt, oh, Miriam, das ist so ein schönes Segensgebet. Und legt es wieder hin. Dann nimmt die Miriam dieses Pergament und zeigt es Pater Peter, der anscheinend die Geheimnisse veröffentlichen soll. Und der sagt, leer. Da ist nichts drauf. Vertraut dem Heiligen Geist, dass er die Geheimnisse in euch wahrt. Vertraut ihm, ja. Und Miriam musste lernen, dass selbst dieses Kind Jakob, ja, egal was sie ihm sagt, hat er sofort ausgeplaudert, auch hinterher. Aber ja, da, die Geheimnisse, und sie, bis heute sagt sie ja, keine Silbe von den Geheimnissen verlauten lassen. Ja. Derjenige, der am meisten gewahrt hat, war Jakob, sagt sie. Obwohl er am leichtesten so, naja. Er hat mal die Mutter Gottes gefragt, warum sie so schön ist. Und sie hat ihm gesagt, weil ich liebe. Und wenn ihr liebt, werdet auch ihr so schön. Hat er dem Miriam erzählt, Miriam, ich glaube, die Mutter Gottes hat gelogen. Und die Miriam hat ihm versucht zu erklären, die Mutter Gottes kann nicht lügen. Dann hat er gesagt, Miriam, dann hat sie geflunkert. Nein, die Mutter Gottes flunkert auch nicht.
Ja, dann würde er etwas nicht verstehen. Und dann hat er den Namen von einer Nachbarin genannt und hat gesagt, die kann lieben so lange, wie sie will, die wird nie wieder schön. Er hat nicht verstanden als Kind, um was für eine Schönheit es geht. Schaut, habt ihr manchmal Menschen, die älter sind, äußerlich gesehen, so viele Falten und so, aber aus innen heraus, aus ihnen so unbeschreiblich viel Liebe und Frieden herausstrahlt? Seine natürlich eine Schönheit, die ganz anders einzuordnen ist. Weiter, die Witzka, diese freche junge Dame, deren Lieblingsbeschäftigung das Verprügeln ihrer Brüder war. Das war was. Ja, ja. Die hat die Mutter Gottes im Weihwasser gebadet. Wörtlich gemeint. Weil am Anfang die Eltern und die Großeltern nicht sicher waren, ob das die Mutter Gottes ist. Weil sie kannten diese Situation, dass die Kinder haben ja ganz komische Sachen gemacht. Die sind ja im Berg hinaufgerannt. Die Leute haben gesehen, dass die hochgehoben worden sind und hinweggetragen. Wir wissen, alle Kinder können nicht fliegen. Jetzt stellt euch mal in die Rolle der Eltern und der Großeltern vor, die diese Kinder fliegen sehen. Jetzt geht die Großmutter von der Witzka hin und sagt, du nimmst Weihwasser mit, du segnest die Gestalt. Die okay. Betes Glaubensbekenntnis im Vater unser und dein kleines Gebet im Praktischen. Alles, was von Gott kommt, darf verweilen. Alles, was nicht von Gott ist, muss sofort entschwinden. Ja. Okay, die Witzka kommt hoch. Nimm den Zweig, den die Oma ihr in das Glas gegeben hat, schmeiß den weg und komm, nimm das ganze Glas und mach so. Die Hälfte der See hat geweint, die anderen haben geschimpft. Witzka, wie kannst du bloß? Es ist die Mutter Gottes. Jakob hat zu Pater Slavko später, als er ihn ausgefragt hatte über die Situation, gesagt, das Kleid der Mutter Gottes war glitschnass. Und ja, Pater Slavko hat ihn gefragt, hat die Mutter Gottes, war sie beleidigt? Und dann hat er gesagt, nein, sie war nicht beleidigt, aber hat trotzdem mit der Witzka an dem Tag nicht mehr geredet. Aber sie hat interessanterweise längere Zeit, und das macht sie nicht häufig, sie hat einzelne von ihnen rausgepickt und hat ihnen, ist ihnen länger erschienen oder nochmal zusätzlich an dem Tag oder so. Bei der Witzka war es so, dass sie 5 Minuten länger Erscheinung hatte als die anderen. Und die haben sich natürlich gewundert, was hat die Mutter Gottes mit. Die Mutter Gottes hält sich sehr an diese Aussage, wenn man jemanden belehren soll, die kennt ihr doch aus der Heiligen Schrift. Erstmal unter 4 Augen, dann wenn nicht, dann so. Also sie wird die anderen nicht bloßstellen. Ja? Das heißt, sie wollte mit der Witzka selber reden. Und Witzka hat dann viel später, ich würde 1,5 Stunden, um Gottes Willen, Witzka hat viel später bekannt, dass die Mutter Gottes diese Zeit genutzt hat, um sie darüber zu belehren, dass wir vergessen haben, immer etwas Geweihtes, Gesegnetes bei uns zu tragen und dass wir vergessen haben, die Dinge, die Gott uns gegeben hat, unter anderem das Weihwasser, zu nutzen. Und jetzt machen wir eine Pause. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden.
uns gewohnt. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, dass wir möglich werden bei der Verheißung Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib allen armen Seelen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Maria und heiliger Josef mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Jetzt weiß ich auch, warum meine Stimme. Nächstes. Und zwar, die Witzka, die hat die Aufgabe zu beten, Schwerpunkt körperlich Kranke, Kranke im Allgemeinen, aber körperlich Kranke. Und sie hat eigentlich schon im September 81 begonnen, damit die Mutter Gottes zu bitten, Fürsprache beim Herrn zu halten, damit die Witzka erfährt, was sie noch tun kann, jetzt nehme ich einen Gaumen, nur damit es feucht wird. Und zwar, Entschuldigung. Damit die Witzka weiß, was sie noch mehr tun kann, noch aufopfern kann, damit sie so vielen wie möglich helfen kann, gesund zu werden. Begonnen hat das mit einer Situation, dass man hier verschiedene Kinder gebracht hat und die Eltern natürlich, Witzka, kannst du nicht bitte bei der Mutter Gottes fragen, kannst du nicht bitte betteln, kannst du dies, kannst du jenes. Dann gab es aber eine Situation, in der die Mutter Gottes gesagt hat, wenn der Vater sich bekehrt, wird das Kind geheilt. Und der Vater war Chef der Geheimpolizei. Der wollte sich nicht bekehren. Und dann ist die Witzka hingegangen und hat gefragt, kann ich etwas tun? Und das hat sie nicht einmal, sondern mehrere Male hintereinander gefragt. Kann ich ein Opfer bringen, wenn es ein Opfer für dieses Kind bedarf? Weil Krankheit ist ja nicht etwas, was von Gott kommt, sondern nur Gott erlaubt es ja, dass es vom Bösen kommt. Jetzt wollte die Witzka stellvertretend ein Opfer bringen. Und die Mutter Gottes hat sie einen Monat lang überlegen lassen. Nach einem Monat hat sie sie nochmal gefragt, Witzka, bist du wirklich bereit, ein Opfer für den Nächsten zu bringen? Und die Witzka hat ja gesagt. Sie ist diejenige unter den sechs, die wirklich die meiste Opferbereitschaft trägt und hat. Und zwar, es geht so weit, dass nicht mal die anderen fünf sie verstehen können. Obwohl sie doch eigentlich das Gleiche erleben wie sie auch. Wenn du mit Jakob redest, der auch für Kranke betet, ja, er versteht nicht, wie sie das kann. Aber das ist Witzka. Witzka ist jemand, den ich aus meiner, seitdem ich denken kann, kenne ich Witzka, ja. Für sie gibt es kein Grau oder kein Vielleicht. Ja oder nein? Ja, dann war sie extrem, in jeglicher Form. Nein, dann war es nein. Da gab es kein. Es war nein.
So, so ist Witzka. Und wenn man das weiß, dass die Witzka so ist, und wenn sie das sagt, dann meint sie das auch so. Und zwar mit jeder Kraft, die sie hat. Mit allem, was der Herr ihr zur Verfügung gestellt hat. Und das Außergewöhnliche an dieser Situation ist nicht, dass sie bereit ist, Opfer zu bringen, sondern, dass sie nie klagt. Schaut. Wenn ich krank bin, ne, dann kann ich das vielleicht ein, zwei, drei Tage, fünf Tage. Irgendwann fängt es dann an und sagt, Herr, kannst du bitte nicht von mir nehmen? Oder, ja, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, oder? So. Sie macht das nicht. Sie hört von ihr nie, seit 40 Jahren nicht. Ich kann nicht, ich will nicht. Sie war aber total anders als Kind, als Jugendliche. Das ist etwas, was irgendwo passiert ist, da war sie 17. Und zwar nach ihrem Geburtstag. Und sie ist ja die Älteste von den Sehern. Sie ist im September Geburtstag. Und danach war das mit diesem Kind und dann fing es an. Bis dahin war sie genauso wie alle anderen auch. Und hat sich auch beschwert und sagt, ja, mag jetzt nicht, kann nicht, will nicht oder was auch immer. Ja. Und ab da, nein, sie, der Herr sagt, erlaubt die Mutter Gottes. Ja. Und sie sagt es ihr. Der Herr erlaubt es und nimmt es an als Opfer und so. Und dann ist es immer noch nicht gut. Sie trägt ein Sühneleiden, wo die Ärzte sagen, sie hat einen Männerfaust, großen Tumor im Gehirn. Inoperabel, 6 Monate, Maximum. Aber etwas stimmt nicht. Eigentlich müsste sie schon längst nicht mehr reden können, nicht mehr laufen können, nicht mehr selbstständig atmen können, nicht mehr. So, sie fällt in eine Art Wachkoma-ähnlichen Zustand. 10 Stunden am Tag. Und danach springt sie auf, als wenn sie gar nichts hat, schreit die Treppe runter, Mama, ich habe Hunger. Die Mutter bereitet das Essen zu, sie geht in die Ecke, geht in die Knie, fängt an zu beten und die Mutter Gottes ist ihr meistens so mittags um 12 erschienen. So. Dann geht sie schnell die Treppe runter, isst was auf die Schnelle und geht barfuß auf den Kreuzberg. 40 Tage hintereinander, jeden Tag, sagt sie, Witzka, naja, ich habe gedacht, ich könnte dem Herrn noch etwas aufopfern. Wiegt 36 Kilo. Jeder Arzt kriegt das Grauen, wenn er sie nur anschaut. Ja, ihre Akten, jetzt ist sie, oh, wir haben hier mit ihrem Mann uns jetzt. Sie ist ja gestern operiert worden wieder. 22 Mal Vollnarkose. Ihr Körper ist so krank und die strahlt. Jeder, der die Witzka schon mal gesehen hat, ja, die hat eine Kraft aus ihrem Inneren. Wo kommt das her? Mir kann nichts passieren, was der Herr nicht will. Ich gehöre ganz dem Herrn. Mein klägliches Ja sind Sätze, die die Witzka sagt. Was sind schon 70 bis 100 Jahre? Nichts im Vergleich auf die Ewigkeit. Maria, auserwählt, um für arme Seelen zu beten und für Berufungen. Wir brauchen viele Berufungen, ja. Aber nicht nur zum Geweihtenleben. Ist das Sakrament der Ehe nicht auch eine Berufung? Ja, das ist ja. Ein guter Arzt zu sein, ein guter Lehrer zu sein, ist das auch eine Berufung? Ein guter Musiker? Ja. Natürlich, also wofür betet die Serie Maria? So, dass wir den Mut haben, Ja zu dem zu sagen, wozu auch immer Gott uns berufen hat. Okay, betet besonders für Berufungen. So. Dann soll die Serie Maria uns die Monatsbotschaft weitergeben. Am Anfang waren es ja von 81 bis 84 diese Frage-Antwort, einzelne Botschaften. 84 bis 87 die sogenannten Donnerstagsbotschaften, die so einen Schwerpunkt haben, Botschaft für die Pfarrei,
Vorbereitung der Pfarrei, aber auch ein bisschen als Spiegel für andere Pfarreien. Und von 87 bis heute, jeden 25. Monat, eine Botschaft für die ganze Welt, die die Mutter Gottes weitergibt, außer einmal. 25. Dezember 2012, da hat nicht die Mutter Gottes gesprochen, sondern Jesus. Und zwei Sätze hat er gesagt. Ich bin euer Frieden und lebt meine Gebote. Ganz einfach. So. Sehr, Ivan, dann höre ich auf zu reden. Ich habe so lange geredet hier, ich klingel schon in den Ohren. Und zwar auserwählt, um für Priester zu beten. Ihre geliebten Söhne, die es so schwer haben, weil wir nicht mehr für sie beten. Liebe Kinder, ihr schützt sie nicht mehr mit euren Gebeten. Seid ihnen Freund. Sie sind euch gegeben, damit ihr Jesus lebendig habt. Der Böse weiß, wenn euch die Priester nimmt, hat euch das Wichtigste genommen, was ihr auf Erden habt. Jesus und die Sakramente. Sie hat aber auch gesagt, der Priester wird eines Tages vor Gott stehen müssen und Rechenschaft dafür abgeben, wie er als Priester war. Aber liebe Kinder, vergesst niemals, auch ihr werdet vor Gott stehen müssen und Rechenschaft dafür ablegen müssen, wie ihr euch meinen geliebten Söhnen gegenüber benommen habt. Da ist noch etwas. Die Mutter Gottes macht keinen Unterschied zwischen ihren Kindern. Sie liebt alle gleich, wirklich. Selbst Rasse, Religion, Nation, irgendwas, nie ein Unterschied. Die einzige Nuance, die sie heraushören können, ist, wenn sie über Priester spricht. Weil es sind immer ihre geliebten Söhne. Unsere große Aufgabe, sie zu schützen. Betet mir. Ich sammle immer Beter für unsere Priester. Also verspricht ihr mir, dass er für Philipp mitbittet? Ja. Sehr gut, danke. Gebet für Jugendliche. Die Jugendlichen sehnen sich nach Gott, sie suchen ihn, sie können ihn kaum noch in der Welt finden. Ihr lebt ihnen Jesus lebendig nicht mehr vor. Wenn ich jetzt losgehe und Jugendliche frage, sehnst du dich nach Gott, dann machen die so, ja klar. Aber wenn du Jugendliche fragst, willst du Liebe haben, willst du Frieden haben, willst du Freude haben, dann sagen alle ja. Und sie wissen aber nicht mehr, dass Jesus selbst die Liebe ist. Er ist unser Frieden, er ist der Frieden. Also, sie wissen es nicht mehr, weil sie es bei uns nicht mehr sehen. Und jetzt gehe ich zu dieser Botschaft der Mutter Gottes zurück, sprecht nicht, sondern lebt meine Botschaft und die anderen werden auf euch zukommen. Also, ich glaube, dass das große Problem heute in unserer Gesellschaft ist, dass wir das nicht mehr nach draußen portieren, dass man uns nicht ansieht. Wir leben häufig den Glauben irgendwo so, ja, weil was könnten die Leute sagen und der könnte sich auf den Zeh getreten fühlen. Nein, da sind wir ein bisschen anders, also vor allem wir Südländer, ja, aber wir in der Herzkunde noch spezifisch. Also es gibt einen Priester, der bei uns sehr berühmt ist, Paterito Nunes, der gesagt hat, ich bin nie einem Volk begegnet, das so dickköpfig und so stolz ist wie die Quarten aus Herzkunde. Beides keine Tugend, hat uns aber durch die Jahrhunderte hindurchgebracht. Ja, wir sind stolz, dass wir Christen sind. Und wir gehen damit auch hausieren. Aber wir sollten mit dem richtigen Hausieren gehen, also mit dem, was die Jugendlichen wirklich auch anziehen und nicht mit dem, wehe dir, ja, weil sonst, ich weiß nicht, der Herr von oben kommt mit dem dicken Buch. Ja. Ganz wichtig, lebendige Zeugen für Jesus in der Welt zu sein, damit nicht nur die Jugendlichen, alle anderen Gott in uns entdecken können. Und dann hat die Mutter Gottes ihn gebeten, außerdem eine Gebetsgruppe zu gründen, 1982 schon. Und die beten eben vor allem für Jugendliche, für Priester,
für Familien, für die Aufgaben und Missionen, die die Mutter Gottes den Seelen gegeben hat. Danke, dass ihr so geduldig wart mit mir.